Wir sind hier in Wannau bei der Firma Arbeck. Wir sind alarmiert worden zum Brand 3. Unklare Lage zunächst einmal. Wo wir gekommen sind, haben wir Rauchentwicklung gehabt. Kein offenes Feuer war zunächst sichtbar von außen. Schwierigkeit war zunächst einmal, die Brandmeldeanlage hat nicht ausgelöst. Wir mussten uns mit schwerem Gerät Zugang verschaffen zum Gebäude und haben dann über ein Fenster sind wir zunächst reinkommen. Betreiber ist relativ zügig auf hier an die Einsatzstelle vor Ort gekommen und somit konnten wir dann auch durch die Türe das Gebäude betreten. Wir haben Folgendes vorgefunden, ein komplett verrauchtes Gebäude, eine Rauchentwicklung noch, also der erste AT-Druck, wo drin war, hat festgestellt, es ist doch nur ein Brand im Gebäude, die Sprinkleranlage hat ausgelöst und wir haben so ca. 10 cm Wasser komplett im Gebäude. Also die das Gebäude ist komplett verraucht. War zunächst schwierig, hier herauszufinden, wo genau sich der Brandherd befindet, aber haben wir jetzt soweit im Griff. Wir haben jetzt noch rauchende Kartons im Gebäude, die wir jetzt raustragen müssen und außen ablöschen müssen können. Weil das müssen wir mit Netzmittel machen. Mit Wasser im Gebäude bringt das jetzt gerade nichts. Wir müssen das raustun und die ganzen Palettenstapel zerlegen. Ich denke, ja, auf jeden Fall hat sich Schlimmeres verhindert. Es hat natürlich zu lange gedauert, bis wir dann wirklich alarmiert worden sind. Wir sind hier mit ca. 46 Mann und 10 Fahrzeuge im Einsatz. Wir haben jetzt hier Feuerwehr Plochingen mit der Drehleiter. Wir haben Künken mit dem LF und mit dem GW. Und wir haben die Feuerwehr Wendlingen dazu alarmiert und Wernau komplett. Wir brauchen einfach viel Manpower, AT-Träger und das können wir alleine nicht stemmen. Wir werden jetzt das Gebäude zunächst einmal den Brandherd ausräumen und voll ablöschen und dann müssen wir das Gebäude trocknen. Das heißt, wir müssen mit Wassersauger das Wasser im Gebäude aufnehmen.